So, letzte Runde, Dragons. Letzte und schlimmste Runde wahrscheinlich. So, wir gucken mal. Wir können direkt skippen. Wir skippen direkt den ersten Tag. Ja, Upgrade-Termin kommt jetzt. So, denn wir sollen jetzt für die drei oder beziehungsweise vier Leute sollen wir einen PC bauen. So, das heißt, die wollen nachher natürlich Wasserkühlung haben. Die wollen natürlich jetzt richtig fette Sachen haben. Wir haben hier 60.000 Budget. Wir können da richtig fett die Funken fliegen lassen. Guck mal, hier habe ich extra noch geändert. Sponsoren mit dem, ich hoffe, bei uns profitieren. Bin mir sicher, dass unser RAM eingesetzt wird. Sie haben nämlich jetzt neun, und zwar HyperX. Haben die jetzt Corsair 4 Series. Wir gucken mal. Festplatte. Da gibt es was von Corsair. Mit 512 GB. Das ist dann wahrscheinlich die hier. Upgrade PPP. Etwas im 18.000er Bereich. Teile mit blauer Leuchtung, sechsfarbig. Sollen wir für morgen abschließen. Wichtig für Frink. 17.000 blaue Kabel installieren und Teile von Raginet installieren. Da können wir drei Lüfter einfach nehmen. HyperX ist jetzt unser neuer Sponsor. Ja, jetzt quatscht uns der Chi Jung Ho an, ob wir Single sind. Sternchen, nur Spaß, es sei denn. Aha, 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 nein. Kein Kommentar dazu. Ein neues Budget, wir haben 60.000 zur Verfügung. Bin zufrieden. Ja, AMD ist zufrieden mit uns. Deswegen haben wir auch einen neuen Sponsor. Gib mehr als 6.000 aus. Installiere 64 GB RAM. Sollen wir machen? Eigentlich können wir das für alle direkt machen. 64 GB. Wir nehmen dieselbe Festplatte, dieselbe Motherboard und wir werden auch dasselbe Gehäuse nehmen, denn wir haben glücklicherweise schon eins zur Verfügung bekommen. Und das würde ich nämlich auch dasselbe nehmen, damit ich halt da direkt die Teile für bestellen kann am besten. Jetzt weiß ich gar nicht, wie heißt denn dein Gehäuse? PC? PC-Daten. NZXD heißt das. Hyperbeast Shop. Gehäuse. So, drei Stück noch. Nein, drei Stück hätte ich gerne. Achso, ich habe drei Stück drin. Ich muss mal kurz gucken, was habt ihr denn noch? Hier haben wir jetzt erstmal viele Nachrichten. Am Mittwoch, dann machen wir den auch erst Mittwoch. Und sie hätte gerne einen Kühler, der Antic Mercury 360 RGB. Dann müssen wir mal gucken. Ich will ihn morgen zurückkommen, das heißt, wir können ihn auch morgen erst bauen. Ich weiß nicht, warum man 64 GB RAM braucht. So, wir gucken mal. Leuchtung machen wir, nein, nicht blau, RGB, Größe 32. So, müssen wir genau HyperX machen, ne? Genau, nehmen wir das billigste. Dann brauchen wir 2, 4, 6, 8 Stück. Ja, ich muss das jetzt wirklich gerade nachzählen, wie viel ich genau brauche. Netzteile. Habe ich die Netzteile noch in der Tasche? Festplatte, Netzteile. Wie viel habe ich denn dann noch? Ich habe, glaube ich, noch welche. Aber wir gehen mal hoch auf 1000 Watt. Deswegen würde ich da jetzt noch 4 Stück kaufen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ins Gehäuse passt. Ja, das passt. Also 1000 Watt nehmen wir da auf jeden Fall. Netzteil, 1000. Das war noch drei. Habe ich jetzt drei? Nein, ich habe nicht drei. So, Festplatte. Machen wir wieder eine M2 rein. Dann machen wir von den drei vier Stück. Raginet, wie gesagt, mache ich Lüfter rein. RAM muss von der Hypermarke X Dingsbums sein. i9, 10. Warte, was haben wir denn hier? i9, 10. Ja, wenn du mir jetzt noch genau sagst, welche das ist. 940X. Der hier. 940X hier mal. Jetzt muss ich nur gucken, welches Board ich da nehme, ne? Hauptplatine. Das ist egal. Wir brauchen eine Multi-GPU Crossfire. Am besten mit Beleuchtung RGB. Raumfaktor ist eigentlich auch Latte. Machen wir direkt das teuerste rein. Ich weiß aber nicht, ob das passt.
Ich guck gerade. Machen wir den hier. Böses Wort. Da. Hier. So, was haben wir? Raginet-Lüfter brauche ich noch. Hersteller. Raji. Wo ist er? Raji, wo bist du? Da, Raginet. 1, 2, 3. Dann brauche ich noch Wasserkühlung. Denn die wollen unbedingt Wasserkühlung. Warte mal, doch, das war das hier. So, dann mache ich da auch von 4 Stück. Kühler können wir eigentlich. Ja, da weiß ich jetzt nicht, welche Größe da reinpasst. Das ist das Problem. CPU-Block. 1, 2, 3. Güte. Was brauchten wir? 18.000, ne? Das ist das Problem gerade. Welche Grafikkarte baue ich jetzt ein? Machen wir die hier, die 1080 Ti. Und dann auch 8 Stück von. Lüfter, Behälter. Okay, das habe ich. Shop. So, haben wir mal 13.000 Euro ausgegeben. So, wir müssen von der kurzen den als erstes machen. Deswegen, wie gesagt, ich habe jetzt alles gleich bestellt. Deswegen, ich hoffe, dass das funktioniert. Das ist der andere. Das ist er. Habe ich sie noch gar nicht hier? Doch, da habe ich sie doch hier. Alle 6 farbig. Wäre auch sehr interessant, wenn es ein Board gibt, ein Netzteil gibt, was Beleuchtung hat. Nein, den noch nicht. Erst den hier. Na, wirst du wohl. Fachwerkschichte brauchst du nicht, deswegen können wir die direkt ausbauen. So, Hauptplatine. Die sind inkompatibel. Nein! Wieso? Wieso seid ihr inkompatibel? Das ist doof. Was habe ich denn? Ist das hier? Warte mal. Hauptplatine, ist das ein... dann müssen wir das nehmen. Das ist doch jetzt dämlich, dass das inkompatibel ist. So, ich scroll mal hier durch. Vielleicht finde ich es ja. Ne, es ist das falsch. Das ist Gigabyte. Nein, das nicht. Mach's doch einfach anders. Such doch einfach direkt nach der Platine. Sockel. 2066. So. 4 Stück. Habe ich natürlich für die Hauptplatine nämlich Geld schon ausgegeben, ohne zu testen, ob das funktioniert. Das ist AMD, das fliegt raus, der fliegt auch raus. So, blaue Kabel müssen wir installieren, dann kann ich das Netz da gleich schon mal abmachen. Kabel. Blau. Ach ne, muss ich das Ding erst wieder auseinandernehmen. Da blaue Kabel sind drin, immer passend zum PC. Ja, das ist klar, dass ich da keine habe. So, Festplatte. Speicher. Ne, warte mal, die wollten das so, glaube ich, 32 nachher 64 haben. Deswegen kann ich die erstmal verticken. Jetzt ist das Problem, wo packe ich den Kühler ran? Ach, das passt. Ich bin da gerade selbst ein bisschen baff, dass das geht.
glaube, das wird nicht gehen, ne? Das geht. Wie dumm ist das denn? Eigentlich müsste ich das anders machen. Den war ich, den kann ich gar nicht da dran machen. Ja, das ist aber eigentlich, obwohl dann läuft es nicht aus, dann läuft es da durchgehend durch. 6-farbig. Kann ich da noch RGB-Lüfter reinknallen? Weiß nicht, ob ich da noch was reinkriege. Ich fasse, dass die zu groß sind. Der passt nicht mehr da rein, ne? Doch! Hat! Okay. Machen wir blaues Kühlmittel rein. Pinguin Wallpaper. Ach ne, die wollte ja Antec Mercury RGB. Ach. Lüfter ist ein Prozessorkühler. Ja, dann kriegst du den jetzt nicht, tut mir leid. Hast du Flüssigkeitskühler drin, ist mir egal. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur Wunsch oder Wünsche von denen. Ich will nachher sowas anderes haben, pass auf. Obwohl das Problem ist, wenn ich das jetzt wieder nicht mache, ne? Dann kann es nämlich nachher passieren, dass das nachher wieder verbuggt ist und nicht geht. Okay, dann kann ich die ganzen Sachen wieder rausreißen. Den alle raus, alles raus. Das gibt nachher sonst wieder Probleme mit dem Spielen. Ich mache einfach mal irgendwelche Grafikkarten rein. Weil ne, was ich will, ein Leistungswert von 17.000, da kann ich nicht irgendwelche reinmachen. Wir können die aber verkaufen, die wir hier haben. Obwohl kann ich eine. Das passt nicht mit der wassergekühlten GPU und dem Lüfter. Das jetzt 120 oder welches war das? 360. Ich habe schon gerade Panik bekommen, dass das nicht passt. So, Grafikkarte. Wir bauen jetzt mal nur eine ein. Ich glaube nicht, dass ich... Doch, ich würde beide reinbekommen. Wir gucken uns aber erstmal den Leistungswert an. Also, warte mal. Müssen wir noch erstmal ins Stick reinpacken. Was brauchst du denn an Beleuchtung? 102, 163, 155. 63, 155. So, ich hätte gerne Pinguine. Jeder sollte einen haben, so ein Gentleman. Ich finde Pinguine auch cool. Mal, wie stolz die Tiere einfach sind. Leistungswert von 17.000. Das gucken wir erstmal. Lass uns erstmal den Test hier durchlaufen lassen, um zu gucken, wie viel der eigentlich verbraucht. Und dann kann ich hier schon mal den gucken. Möchtest du Wasserkühlung haben? Nee, er möchte keine Wasserkühlung haben. Ich baue die jetzt erstmal nur so weit zusammen,
dass wir die fast abgeben müssen. Weil, wenn nämlich einer da gleich ankommt, ich möchte Wasserkühlung, habe ich die zumindest immer noch die Möglichkeit zu sagen, hier, guck mal, ich baue welche an. Die werden so kommen mit Wasserkühlung. Hundertprozentig. Was brauchen wir denn? Den brauchen wir. Das heißt, die anderen kann ich auch verticken. So, genau, Raji brauche ich noch. Lüfter. Hersteller. Raji-Netz. Ja, es ist jetzt das. Obwohl, doch, ich kriege die ja da rein. Das habe ich ja bei dem anderen auch drin. So, Teile, Deckenplatte machen wir noch nicht rein. Wir machen. Habe ich den Staubfilter nicht abgenommen? Ne. Watt nur? Okay. Finde ich jetzt nicht viel, muss ich sagen. Also ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. So, Netzteil direkt rein. Achso. Hauptplatine. Man muss sehr fertig sein. Steht nicht drin. Nachher kommen sie mit 128 GB RAM, pass auf. So, am PC kann ich aber eigentlich schon mal starten. Ach, kann ich nicht starten, da war keine Grafikkarte drin. Ah, verdammt. Kann ich ja gar nicht starten. So, ist dein PC jetzt, also den PC können wir dann eventuell schon mal zusammenbauen. Oh, wie schnell und flüssig das läuft hier, ey. Hammer. Ja, komm schon, werd fertig. Aua. 15.000 hat der nur, was? Jetzt müsste aber mehr als genug haben. Dann schmeiße ich den mal kurz hier rüber. Nehme mir mal den hier zur Brust. Ach, das ist doch doof. Also bei PP weiß ich, dass er eine Wasserkühlung haben will. Das ist nämlich das, was mich das letzte Mal so aufgeregt hat bei dem Level. Ich habe mich extra ein Be Quiet Gehäuse gekauft, aber das Problem war einfach, dass das Be Quiet Gehäuse, was ich gekauft habe, keine Wasserkühlung einbauen kann. Und ich hatte danach so die Schnauze voll, dass ich es ausgemacht habe. Und vergessen habe, die vorherigen Folgen zu speichern. Das ist quasi das, was ich jetzt gemacht habe, doppelte Arbeit. Ach, habe ich jetzt über die Festplatte eingebaut? Ich werde jetzt auch nichts anderes einbauen, außer ich muss es einbauen. Wenn ich es nicht muss, dann mache ich es auch nicht. Ganz einfach. Kühler. Ne, der muss da oben hin, weil da unten kommt der Behälter hin. Behälter.
So, jetzt muss ich die Kabel noch verlegen. Oh, so sieht das doch viel schöner aus mit den Kabeln. Kühlmittel. Oh, mal grün rein. Das weiß ich jetzt nicht, was der haben will. So, bist du fertig? 22, bam. So, jetzt habe ich hier zwei PCs. Was? Achso, das ist der. Ja, also Freaks am PC mache ich gleich. Oh, ne, die kann ich ja da gar nicht installieren. Warte. Danke fürs Folgen. Die muss ich wieder rausnehmen. Was kriege ich die nicht raus, ne? Muss ich gucken, ob ich die da einbauen kann. Ach ne, die ging ja gar nicht. Die ist zu groß. Funktionierte das bei der ja nicht. Hätte ich auch die Grafikkarte nicht ausbauen brauchen. So, dann noch eben den Stick rein. Dann lasse ich den schon mal laufen. So, lass mich kurz gucken. Wie sieht das hier aus? Ist schon drin. Blaue Kühlflüssigkeit. Der PC ist da drüben. Der ist fertig. Der ist fertig. Dann kann ich den anderen PC schon mit drüber nehmen. Ja, ich streame Euro Truck, American Truck Simulator. Das ist meistens, machen wir das samstags. Da ich jetzt aber diese Woche Urlaub habe, habe ich jetzt mehrfach ETS gestreamt, weil ich Level 16 erreichen wollte und mir einen LKW gekauft habe. Also ich wechsle das immer alle zwei Wochen. ETS, ATS, das kommt immer, wechsle ich alle zwei Wochen, weil ich beide Spiele eigentlich sehr gerne spiele. Danke. Ich habe auch, ich sag mal so, viele durch Euro Truck bekommen, die dazu gekommen sind, die selber Euro Truck streamen oder spielen. Und es ist eigentlich auch immer relativ viele, die da dann gerade zugucken beim Euro Truck. PC Building Simulator eigentlich eher weniger, weil das so ein Spiel ist, was kaum einen interessiert, sage ich jetzt mal. So, will er jetzt auch eine Wasserkühlung haben oder nicht? 341! Boah, wie lange spielst du denn schon? Also ich spiele jetzt eigentlich schon Euro Truck, seitdem es Euro Truck 2 gibt. Problem ist aber, ich habe immer mit Mods gespielt. Und ich habe mir dadurch immer meine Savegames kaputt gemacht. Und dieses Mal habe ich gesagt, spiele ich ohne Mods. Also diesmal komplett ohne, weil ich jetzt nicht nochmal Lust habe, alles neu zu machen vom Spiel, ja. Ich habe auch immer nur Mods genommen, die von Steam sind, also nichts anderes von irgendwelchen anderen Webseiten, außer Pro-Mods. Pro-Mods ist geil. Pro-Mods macht Spaß. Ich würde dir sagen, wenn du spielen willst, spiel nicht das DLC, was wir jetzt spielen. Hättest du letzte Woche reingeguckt, dann hättest du mitbekommen, wie sehr ich mich über dieses verdammte Spiel aufgeregt habe. Weil das Problem war einfach, es ist jetzt die letzte Woche, bei dem jetzt, wo wir jetzt sind. Die anderen beiden, also einen habe ich schon fertig. Du hast Dragons hast du, dann hast du Vandals hast du und wir haben nachher noch Trinity. Das heißt, wir haben noch welche vor uns. Und letzte Woche habe ich mich halt aufgeregt, weil ich einfach ein Gehäuse bestellt habe, wo ich dachte, das könnte passen. Es passte aber einfach nicht. Na? Also ich sag mal so, ich unterhalte mich immer mit den Leuten, die hier reinkommen oder Fragen stellen. Also ich versuche den Leuten auch immer zu helfen. Es ist aber so, dass viele Leute, die hier reinkommen, ist aber so, die meisten, die folgen, die sprechen nicht, auch wenn ich sage Dankeschön oder sonst irgendwas, die sprechen gar nicht erst, die folgen und die sind seitdem danach nie wieder hier. Oder die lurken halt die meiste Zeit, das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht. Aber ich versuche mich auch mal mit den Leuten zu unterhalten. Was brauchen wir denn noch? Beleuchtung muss ich noch einbauen. Genau, wir müssen erstmal die Programme drauf machen. Also ich versuche immer auch ein bisschen mit den Leuten zu quatschen, nur ist es halt nicht immer, ich sag mal, nicht bei jedem Spiel immer machbar. Bei ETS, ATS ist das kein Problem, wenn wir jetzt Koop Samstag spielen, weil wir haben das immer Koop, da ist das ein bisschen schwieriger dann, aber selbst das kriegen wir hinten. Ja, das ist halt, machen viele, also ich bin schon gewohnt, das ist nicht mein erster Twitch-Kanal. Ja, ich hatte mal einen,
Problem war aber, ich habe meine Handynummer gewechselt, weil ich so mit ein paar Leuten Streitigkeiten hatte und habe mir dann gedacht, komm, ich wechsle komplett die Handynummer, bevor die Leute mir komplett auf den Senkel gehen. Und dann habe ich allerdings vergessen, bei Twitch meine neue Handynummer reinzupacken. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich das noch ändern müsste, war es schon zu spät. Warte, ich war mit 2, 4, 5. Ich muss dann noch einen Teil mit einbauen. Und die Musik, die im Hintergrund läuft, das ist von Spotify. Das ist nicht vom Spiel selber. Mal kurz gucken, ist das noch... Achso, das ist in Instrumental. Ich mach mal die auf die Musik an. So, das ist nämlich Spotify-Musik. Das ist von Streambeats ist das. Die ist nämlich copyright-free. Und das Problem ist halt einfach, die Musik, die im Deem-Spiel... Ich habe die schon so oft gehört. Ja, ich war Aphelia. Ich hatte, lass mich überlegen, ich glaube, es war 136 oder 180 Follower, ich glaube 180 Follower auf Twitch und 280 oder 300 Abonnenten auf YouTube, aber auch auf den YouTube-Kanal bin ich nicht mehr drauf gekommen, deswegen ist es alles weg. Ich habe, wann haben wir angefangen? 2015? 2015 habe ich angefangen mit YouTube, 2017 angefangen mit Twitch. Und weil ich meine Handynummer gewechselt habe und nicht dran gedacht habe, dass meine Konten alle über Handy gespeichert sind, also und ohne kommst du halt nicht rein, ist halt alles weg. Und da steckt Arbeit, jede Menge Arbeit drin. Sehr viel Arbeit sogar. Ich habe damals angefangen, nur am Wochenende zu streamen, habe in der Woche noch aufgenommen. Und habe die Videos damals mit Doppelspur gehabt. Das heißt, alles, wenn ich jetzt Luft hole, konnte ich das rausschneiden. Bei dem Mikrofon muss ich es noch neu einstellen. Und ist alles weg. Also wir haben so viele Spiele gespielt. Wir haben so viele Spiele auf 100% gemacht. Das habe ich schon alles gemacht hier. Deswegen kenne ich das eigentlich alles schon. Was wollte ich denn? Das ist so Beleuchtung, wollte ich einbauen. Aber ich sag mal, das ist auch nicht schlimm, so ein Neustart. Weil ich habe dadurch wesentlich mehr Leute in kürzester Zeit kennengelernt, als das, was ich damals gemacht habe. Ja, es hat Vor- und Nachteile, ne? Endlich mal Urlaub. Ja, ich habe jetzt auch... 2 Wochen. Ich hatte jetzt letzte Woche und ich hatte, habe jetzt diese Woche Urlaub. Und wenn ich aus dem Urlaub wieder raus bin, ich habe also da bist du reingetragen. Also ich habe jetzt Sonntag muss ich wieder arbeiten, weil ich bin Schichtarbeiter. Das heißt, ich streame zwar täglich, wenn ich es zeitlich schaffe, aber es kann auch mal sein, dass ich, wenn ich Spätschicht habe, dass ich dann halt erst abends ab 11, halb 12 streame. Und halt vormittags nicht, weil ich dann meistens nicht aus dem Bett komme oder noch einkaufe. Sonstige Sachen dann noch erledige. So, wir machen mal eben hier den Test. Machen wir eben den Tuner an. Die funktionieren nicht, die habe ich ausgestellt. Ich kann dir aber sagen, was du machen kannst. Warte, weil die müssen wir noch bearbeiten. Wenn du den Discord suchst, musst du Ausrufezeichen Discord benutzen. Warte, Chatbot, wir haben... Icommands habe ich gar nicht drin, ne? Ne, haben wir gar nicht drin. Du kannst Ausrufezeichen Discord machen, da findest du unseren Discord-Channel. Ausrufezeichen YouTube, da müsstest du meinen YouTube-Channel finden. Ausrufezeichen Talk ist Infos zur Talk-Runde. Thema, das ist uninteressant, das muss ich noch rausnehmen. Und ansonsten kommt auch eigentlich automatisch von Streamlabs alle paar Minuten, je nachdem wie viele Leute dann auch schreiben, YT. Das ist der YouTube-Kanal, da findest du quasi die Videos, die wir aufnehmen. 4 Videos am Tag findest du da. So, erstmal hier gucken. Was wollte ich denn jetzt? So, wir wollten die GPU mal so ein bisschen übertakten. Obwohl, ich kann nur eine übertakten, ne? Nehmen wir mal so ein bisschen hier. Bei den YouTube-Channel hätte ich die auch schicken können. Oder halt unter, ich weiß nicht, über was du guckst, über PC oder über Handy. Viele gucken auch über Handy. Also Spiele machen wir sehr viele. Jede Menge, also wir streamen halt tagtäglich. Und da ich jetzt Urlaub habe, ist das immer... Ingels braucht ein Leerzeichen mehr. Welches? Von YouTube? Oder meinst du Discord? Kann sein, dass der Discord-Link nicht funktioniert. Warte. Ja, den habe ich auch normalerweise nicht aktiv. Den muss man noch bearbeiten. Ich habe da jemanden, der kümmert sich damit drum. Wo habe ich den Kanal denn jetzt? Da, warte.
Das ist der YouTube-Kanal. Da findest du auch ältere Aufzeichnungen von den Videos, von den Streams. Da findest du eigentlich alles, was wir im Stream machen. Aber ich sagte jetzt schon, die Sachen, die wir jetzt gerade aufnehmen, die werden voraussichtlich... ich kann dir mal ein Bild geben, warte. Siehst du, das ist der Kalender. Das sind alles Projekte, die wir aufgenommen haben, die ich eingeplant habe. Und wie du siehst, wir haben bis zum 20.08. derzeit geplant. Das sind alles Projekte, die ich mache, und ich versuche mal täglich 4 Videos zu machen, am besten immer so einen 2-Tages-Rhythmus. Und versuche dann immer so viel wie möglich zu machen. Und wir haben heute den 13. Wir haben bis zum 20. circa geplant, also bis hierhin habe ich circa geplant. Also wir haben jede Menge Content, der da kommt. Auch PC Building Simulator ist hier, Bioshock 3, das ist jetzt das, was jetzt momentan läuft. Solche Sachen kommen da. Spyro kommt demnächst noch, The Forest ist fertig. Und das ist quasi die Musik gerade hier, Stream Beats. Das ist das, wo ich die Musik drüber laufen lasse. So, warte, ich switch mal eben wieder um. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, Leistungswert. Wir brauchen noch 6 Farben, ist drin. Das können wir schließen. So. Das Problem ist damals, wo ich angefangen habe. Ich habe im, ich glaube, Oktober, November angefangen. Wieder angefangen, weil ich habe ja dann auch eine Zeit lang aufgehört. Und hatten das so geplant, dass wir eigentlich täglich nur 2 Videos machen. Und da ich jeden Tag streame und wir jeden Tag, also 7 Tage ein anderes Game hatten, hatten wir das so, dass wir so viel vorproduziert haben, dass ich irgendwann gesagt habe, nee, wir müssen das umstellen auf 4 Videos pro Tag, und hatte dann so viele Videos, dass ich da jetzt das Problem habe, dass ich so viel vorproduziert habe, dass ich da zu viel habe im Endeffekt. Aber man weiß ja nie, wir haben auch eine beschissene Internetleitung, also wir haben hier nur eine LTE-Leitung, deswegen ist die Grafik auch nicht so schön. Wir warten jetzt auf das Glasfaser kommt, und wenn jetzt mal irgendwann die Glasfaser da sein sollte, dass wir kein Internet haben, kommt immer noch auf YouTube Content. Also da kommt jeden Tag was. Und das sind alles, bis auf ein paar Sachen, sind VODs aus dem Stream. Die sind geschnitten auf eine Stunde, halbe Stunde circa. Und das kommt dann halt jeden Tag. Also man hat jeden Tag im Endeffekt was zu gucken. Ich streame jeden Tag, ja. Ich arbeite Vollzeit. Ich bin Schichtarbeiter, arbeite in 3 Schichten. Ich arbeite Vollzeit. Aber ich mache Twitch und YouTube mache ich nur als Hobby. Also ich verdiene da kein Geld mit. Das ist einfach nur Hobby momentan. Ob ich da irgendwann mal wieder Affiliate werde, das ist eine ganz andere Geschichte. Das wird sich dann zeigen demnächst. Aber Stream mache ich nur als Hobby. So, warte, was habe ich jetzt eingebaut? Das habe ich jetzt eingebaut, ne? Was fehlt denn noch? Festplatte fehlt? Fehlt die Festplatte? Ne, Festplatte habe ich eingebaut. Ach, Kabel fehlt. Die Beleuchtung müssen wir noch einmachen. Wenn ich wieder am Arbeiten bin, dann habe ich auch wieder ganz andere Streamzeiten. Da kannst du nämlich in dem Zeitplan, heißt das Zeitplan? Ich glaube ja. Das ist nicht viel Arbeit. Das ist relativ schnell gemacht. Wenn ich jetzt, wir sind jetzt seit 1 Stunde 16 Minuten live. Zieh die 16 Minuten ab. Sagen wir so 1 Stunde. Zack, habe ich schon ein Video fertig. Ich streame normalerweise in der Woche, wenn ich am Arbeiten bin, 2 bis 3 Stunden in der Woche. Und das, ach, ich habe einen leeren Kreislauf noch. Und das war's. Das Einzige, was wir jetzt nur brauchen, sind halt 3 Zuschauer mindestens im Durchschnitt. Da ich das aber ausgestellt habe, wie viele Leute zuschauen, weil ich habe auf der linken Seite nur mein OBS, damit ich sehen kann, wie lange die Folge ist, wie der Stream gerade läuft, den Chat lesen kann, dauert das halt noch. Und selbst wenn, dann muss ich ja erstmal die ganzen anderen Sachen fertig machen. Affiliate habe ich damals relativ schnell erreicht, weil ich damals zu Padded 2 noch Videos gemacht habe. Und ich habe damals zu Padded 2 auch Guides und Builds gemacht. Das war richtig viel Arbeit. Für ein Video, was, sagen wir mal, so ungefähr 10 Minuten ging, habe ich so 2 bis 3 Stunden dran gesessen, um das ordentlich und perfekt zu machen, wie es für mich perfekt wäre. Zu machen, habe ich ca. 2 bis 3 Stunden dran gesessen. Was für dich ein 5-Minuten-Video ist, sind für mich 2-3 Stunden Arbeit gewesen. Ist egal, wir müssen noch $500 ausgeben.
Fuck. Und zocken tue ich eh jeden Tag. Also für mich ist das andere, also für mich ist Stream momentan nichts anderes wie ein Hobby. Ich lasse den Stream im Endeffekt nebenbei laufen. Das habe ich dann neu gestartet, ne? Lass den halt nebenbei laufen und ja, guck mal, was dabei rumkommt. Und zwischendurch habe ich dann auch mal Leute, die dann auch den Chat schreiben, so wie du. Mit denen ich mich dann unterhalten kann, die Leute so ein bisschen kennenlernen kann. Wir haben schon so eine kleine, ich sag mal, kleine Community aufgebaut, wo ich weiß, dass die regelmäßig da sind. Bei gewissen Spielen. Und die sind auch bei uns auf dem Discord auch drauf. Du kannst auch, wenn du eine gute Leitung hast, kannst du deine Twitch-Videos rüber exportieren, heißt das, glaube ich, auf YouTube. Das, was ich nehme das gerade gleichzeitig noch auf und lade das später hoch. So, Beleuchtung müssen wir noch ändern. Was war das jetzt? 102? 102. Warte, was andere? 163, 255. 163, 255. So. Ja, siehst du, die habe ich nicht. Deswegen, da kannst du auch locker. Ich weiß nicht, was du für eine Bitrate hast zum Stream. Bei PC Billing Simulator siehst du das nicht, dass die so schlecht ist. Aber ich sag jetzt mal, bei Ego-Shooter-Spielen siehst du schon extrem. Bei Eurotrax siehst du es nicht ganz so schlimm. Und halt, wenn ich mich viel bewege, wenn ich jetzt so zum Beispiel mache, siehst du, dass das ziemlich verpixelt ist. Weil wir haben halt nur eine LTE-Leitung. Wir warten halt auf unsere Glasfaserleitung. Und das Problem ist, die haben uns die Einfahrt aufgerissen. Und jetzt ist unsere Einfahrt kaputt. Wir haben immer noch keine Glasfaserleitung. Also dann kannst du ja eigentlich, achso, reicht nicht. Wieso reicht das nicht? Was sind die Grafikkarten so kacke, ey? Muss man eben zwei andere holen. Holen wir mal eben. Wo habe ich es denn hier? Was? Ach, das ist, nee, den Auftrag mache ich nicht, nein. Den mache ich nicht. Das könnt ihr vergessen, weil die ist nämlich kacke. Der Auftrag. So, die 7700. Den einzigen, den wir da einbauen können, ist das mit dem K. Kann ich abkassieren? Warte, ich gucke sofort. Ja. Ich hatte bis gestern hatte ich auch noch die Sachen drin, welche Projekte wir aktuell machen. Kann ich dir auch schicken, warte. Das ist jetzt so eine Liste, die ich jetzt habe. Alles Spiele, was ich durchspielen kann. Spontanprojekte. Nein, habe ich nicht getestet. Werde ich auch nicht testen, da ich keinen Epic Games Store nutze. Und deswegen werde ich es nicht testen. Ich wollte es ja unbedingt spielen. Weil auch viele hier waren und sagten, ey, es gibt einen zweiten Teil davon, spielst du den? Ist das ja würdig, aber ist nicht Steam. Und ich mag den Epic Games Store einfach nicht, der ist mir zu unübersichtlich. Sagen wir mal direkt 4 Stück von denen. Und deswegen benutze ich den nicht. Ich würde den gerne spielen, ich würde den auch gerne antesten. Aber ich benutze halt den Epic Games Store nicht. Ich weigere mich da, den zu nutzen. Gibt's nicht auf Steam, nein, ist only Epic Games Store. Das ist ja das Problem auch mit Final Fantasy, mit dem Remake. Die waren das, ne? Da kann ich die auch verkaufen. Dass das auch erstmal nur only Epic Games Store ist. Und ich mag halt Final Fantasy Teile. Also ich spiele sehr gerne Final Fantasy. Und der 7. Teil ist ein Teil, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen die spiele ich halt sehr gerne. Da der aber only Epic Games Store ist, spiele ich das Spiel nicht. Ist das Problem. Ich weigere mich quasi dann dieses Spiel zu spielen. Weil es halt auf einer anderen Plattform ist. Statt das einfach für alle Plattformen verfügbar zu machen. Deswegen, das ist halt immer das Doofe daran, ne? Es gibt halt nicht für alle Plattformen. Läuft der jetzt da durch? Ja, der läuft durch. Dann kann ich die einen Grafikkarten aber auch austauschen hier. Deswegen spiele ich es nicht. Die meisten Spiele, die ich habe, oder die meisten Spiele, die ich spiele, sind alle auf Steam. Als Steam habe ich schon halt Ewigkeiten und da hole ich auch regelmäßig Spiele. Wenn ich mal welche kaufe. Aber ich habe jetzt auch so viele Spiele, die ich noch spielen will. Also siehst du, das sind ja kommende Projekte. Da weiß ich auch noch nicht, wann wir die machen. Das ist halt erstmal nur so eine kleine Liste für mich. Damit ich das ungefähr weiß, was wir jetzt noch haben. Und dann schauen wir mal. Den kann ich nicht verbinden.
Den kann ich auch nicht verbinden. Super. Den auch nicht. So, habe ich irgendwo einen Verbindungsfehler hier? Die nehme ich auch mit verbinden, ansonsten funktioniert das nicht. So, noch ist noch das Kühlmittel rein. Wo ist es denn? Da machen wir das Blaue rein. Ja, das ist halt auch so ein Thema, worüber wir schon gesprochen haben. Wir machen ja auch noch so einen Podcast nebenbei, den wir immer samstags machen. Der jetzt diese Woche ausgefallen ist, einfach aus zeitlichen Gründen. Und da haben wir uns halt auch über Epic Games Store unterhalten, EA unterhalten und Sims 4 zum Beispiel. Wir haben ja Sims 3 gespielt, was eigentlich ein echt geiles Spiel im Endeffekt war. Und jetzt hast du Sims 4, wo du halt nichts drin hast. Deswegen, das hat uns auch so ein bisschen gestört, sage ich jetzt mal. Du hast das Dragon's Wallpaper. So, warte, habe ich jetzt alles? Brauchst du noch einen Benchmark? Wir machen mal einfach ein, wir gucken mal. DMP gehört. Nein, sagt mir jetzt nichts. Also die Abkürzung sagt mir jetzt nichts. Ich bestimmt, wenn ich den vollen Namen höre, dann habe ich bestimmt schon was von gehört. Duale Grafikkarten. Der muss auch heute fertig werden. Achso, Chaka Sim Map. Ja, da habe ich schon mal was von gehört. Genutzt habe ich es noch nicht. Ja, da habe ich schon mal was von gehört. Ja, dann kenne ich die. Aber genutzt habe ich es dann noch nicht. Einzigste, was ich genutzt habe, ist ProMods. Ist auch das Einzigste. Und wenn wir Touren fahren, dann fahre ich zum Beispiel die World of Trucks Aufträge ganz gerne. Da warte ich eigentlich immer noch drauf, dass es da mal ein neues Event gibt. Aber da war jetzt schon ewig keins mehr. Normalerweise haben die ja regelmäßige Events immer dabei. Achso, warte mal. Ja, ich sehe gerade, ich habe falsch verbunden hier. Der muss da dran. Warte. Kühler. Ne, warte mal. Der muss verbunden werden mit dem, glaube ich. Na, ja, egal, Hauptsache sie sind verbunden. So, das ist blau. Habe ich genug Sachen drin, die leuchten? Ich hoffe. Ja, bei uns ist es ja eigentlich kein richtiger Podcast im Endeffekt. Bei uns heißt das eigentlich nur Motorradschließ Talkrunde. Wir haben das mal ins Leben gerufen, weil wir halt dann gesagt haben, wir müssten eigentlich mal, wir haben ja so ein paar Themen, wo man mal drüber quatschen könnte, auch mal zwischendurch mal da mal drüber quatschen. Na, warte mal, falsche Gehäuse. So, jetzt bin ich gespannt, was der für einen Leistungswert hat. Was ist mit dem PC? So, Staubreinigung PSU aufrüsten, das ist kein Problem. 16.000 hat der nur. 16.000 hat der nur trotz den beiden Grafikkarten? Was ist das denn für ein Scheiß? Nicht gerade viel. Dann müssen wir gucken, ob wir die gleich über... Dann wird der auch nicht genug haben. Dann werde ich die gleich übertakten. Dann gucken, ob das reicht. Aber ich habe den momentan erstmal nur noch erst auf YouTube, weil ich habe noch nicht geguckt, wie man das auf Spotify und iTunes hochlädt. Weil ich höre nämlich mal ganz gerne auf der Arbeit, höre ich dann Podcasts. Und das bietet sich halt auf der Arbeit an, während der Fahrt mache ich das nicht. Weil das lenkt mich dann doch zu sehr ab. Dann während der Fahrt sowas zu hören. Da höre ich lieber Musik. Habe ich da so ein bisschen eigen. So, Prozessor. Wo habe ich dich denn? Ach verdammt, habe ich den nicht gekauft? Warte mal, habe ich dich nicht gekauft? Nee, habe ich nicht. Ja, wie gesagt, wie das bei Spotify geht, habe ich noch nicht geguckt. Also ich weiß, dass es ja geht auf Spotify. Aber ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie man das macht. Deswegen, da werde ich mal schauen bei Zeiten. Auch irgendwann mal im Laufe dieser Woche. Achso, ich muss Gehäuse erst öffnen. Ah. So, dann ist der auch fertig. Das heißt, dann hast du auch zu wenig. 17.000.
Dann müsste ich eigentlich trotzdem andere Grafikkarten holen, ne? 16.000, ja, ich brauche zwei, ich brauche wieder andere. Die sind zu schwach. Dann holen wir die hier, komm, weißt du was, holen wir direkt die dicken Brocken. Holen wir direkt die hier. Machen wir es anders, was soll der Geiz? Ja, Datenschutz hast du ja immer. Es ist ja immer, aber im Endeffekt sind unsere Daten nicht geschützt. Ich sag mal so, wenn man, ich sag mal, wenn du Facebook, Twitter und Co. nutzt und dort, ich sag mal so, auch private Bilder von dir reinstellst, dann kann da jeder drauf zugreifen, sobald es sichtbar ist für alle. Dann sind auch deine Daten nicht geschützt. Deswegen, das ist so eine Sache für sich mit dem Datenschutz. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Ach, den kann ich jetzt auch nicht verbinden. Hä? Warte, mach den nochmal eben ab. Kann ich aber den nicht verbinden. Ach, jetzt geht das erst. Was ist jetzt hiermit verbunden? So, fertig. Deswegen ist Datenschutz immer so eine Sache. Wenn die Leute an unsere Daten wollen, dann kommst du auch da dran. Das ist halt leider immer das Problem. Wie oft habe ich schon Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, wo ich mir dachte, wie sind die an meine Handynummer drangekommen? Ich habe die doch nirgendwo abgegeben. Aber du brauchst dann nur dich irgendwo registrieren, über deine Handynummer speichern und dann kommen die Leute auch da dran. Aber wenn die Leute was mir verkaufen wollen, das haben sie schon so oft versucht. Ich sag, ja, dann geben sie mal ihre Adresse, dann fragen sie mal, warum ist das denn, damit ich weiß, wo ich die Anzeige hinschicken kann. Zack, aufgelegt. Weil im Grunde genommen ist es Belästigung, wenn sie dich anrufen. Dürfen sie im Endeffekt ja gar nicht. Passt schon wieder nicht. So, den kann ich nicht verbinden. Wir müssen aber... Wieso hat das Kabel abgemacht? Ich will die Rohre verbinden. Das passt jetzt auch nicht, ne? Ach. Das ist doch doof hier. So, jetzt passt das doch hier. So, passt doch. So, dann haben wir dann alles drin. Ja, haben wir. Warte, wo habe ich denn jetzt die Kühlmittel? So. Ich lese es nicht vor. Also ich lese es für mich, aber du siehst ja, also man kann es nachher... lesen, je nachdem, wie der Hintergrund gerade ist, dann können die Leute das, was du gerade schreibst, lesen. Weil das wird mit aufgenommen. Der Chat ist in jeder Aufnahme immer mit drin. Damit man das auch nachher nachvollziehen kann, wenn du mit jemandem redest, worum es im Endeffekt geht. Habe ich keine Festplatte drin? Weil das finde ich immer so ein bisschen schade bei vielen Leuten. Also ich habe einen, den gucke ich da schon regelmäßig. Wenn der halt Sachen macht, der guckt halt immer den Chat, aber er reagiert halt nicht immer drauf, was die Leute schreiben. Wobei ich auch sagen muss, der ist relativ groß, ne? Also der macht das schon seit Jahren. Und dann hast du quasi im Chat, das geht durchgehend hoch und, ne, der Dings runter, der Chat. Dass du da nicht auf alles reagieren kannst, ist auch klar. Aber wenn er dann halt mit jemandem spricht, dann weißt du halt im Video nachher nicht, wer gemeint ist im Endeffekt. Und das finde ich immer so ein bisschen schade. Deswegen habe ich bei mir immer den Chat mit drin, dass die Leute das auch nachher auf YouTube lesen können. Mit wem redet der da eigentlich? Na, das ist halt so das, was ich da noch ganz gerne drin habe. So, bin mal gleich gespannt, was der jetzt an Leistung hat. Achso, der ist fertig. Also es gibt viele, die lesen halt ganz gerne Sachen vor, aber ich sag mal so, meine Vorlesekunst ist nicht die beste. Hat man mich auch schon bei meinem alten Kanal, hat man meine Videos deswegen schlecht bewertet, weil man meinte, ich würde stottern beim Vorlesen. Und ich sollte doch mal lesen lernen. Und daraufhin habe ich dann immer gesagt, ich muss ja nichts vorlesen, ihr könnt ja selber lesen. Deswegen lese ich halt auch nicht immer vor. So, 102, warte, ich muss das nochmal eben ausschreiben. 102, 136, was war das andere? 255. Weil ich bin auch keiner, der Sachen laut vorliest. Das ist bei mir schon immer so gewesen. Ich bin auch jemand, der spricht auch nicht immer die Namen aus. Also bei manchen, wo ich weiß, wie die ausgesprochen werden, dann mache ich das.
Aber zum Beispiel bei dir, weil du hast ja vorhin gefolgt, ich habe ja nur Danke gesagt, ich habe ja nicht direkt deinen Namen gesagt. Das ist halt eine Angewohnheit von mir, wenn mich jemand grüßt, ich sage dann auch immer nur Moin. Das ist halt eine Angewohnheit von mir. Die ich auch nicht rauskriege, sagen wir mal so. Eigentlich ist es, sag ich mal, sympathischer, wenn jemand reinkommt. Wie gesagt, ich habe ja welche, die kenne ich halt. Da weiß ich auch, wie man das ausspricht. Obwohl dein Name jetzt auch nicht so schwer ist. Aber wenn du wirklich Leute hast, wo da Name, also Buchstabe, Zahl hast, wo du dir denkst, Alter, wie willst du denn das aussprechen? Ein bisschen schwierig das Ganze. Stehst du da auch und guckst sparsam. So, lass uns mal eben hier den durchlaufen. Aber wir hängen jetzt schon seit 51 Minuten an dieser Folge dran. Was war jetzt bei dir? Achso, genau. Wir müssen noch die Wasserkühlung einbauen. Also wie gesagt, ich nehme das halt noch auf. Ne? Wenn jetzt nur streamst, dann musst du das ja nicht mit reinmachen, ne? Mit dem Chat, so wie ich das jetzt halt mit der linken Seite, dann brauchst du es ja nicht. Aber wenn du sagst, du willst das auf YouTube rüberpacken, damit die Leute noch was haben zum Gucken, wenn sie mal keine Zeit hatten. Weil Twitch löscht ja irgendwann deine VODs. Die werden ja mit der Zeit gelöscht. Und so haben die Leute immer noch eine Möglichkeit, sich die Sachen anzuschauen. Ja, deswegen, achso, haha, es ist wieder das Problem. Ja, warte. So. Ja, das passt jetzt nicht. Ja, das passt. Mittel. So. Habe ich denn jetzt alles drin? Ja, ich habe alles drin. Müssen wir auch noch gleich eben warten, bis der fertig ist, damit wir gleich einen Systemcheck machen können. Also ein Benchmark. Muss ja warten, bis das durchgelaufen ist. Das dauert immer so lange. So, 23.000. Guck mal, reicht doch. Der muss heute übrigens fertig sein. Na? Ach du Kacke, 24.7. Ja, warum nicht? Einfach mal machen. Einfach machen. Also wichtig ist immer das, was ich halt gelernt habe über die Zeit, ist, das Stream muss dir Spaß machen. Wenn du keinen Spaß hast am Stream, merken die Leute das und gehen oder kommen halt nicht wieder. Das ist halt das, was ich so gemerkt habe über die Jahre. Ja, ich habe da schon ein oder zwei drin. Das Problem ist halt, manchmal hast du einfach so einen scheiß Tag und da kommt irgendeiner rein und versucht dann noch hier einen auf witzig zu machen. Das habe ich auch schon öfters gehabt. Welchen blöden Sprüchen oder sowas und dann einfach ignorieren. Die Leute gehen von selber. Ist natürlich auch schade, der muss heute auch fertig sein. Weil du natürlich so keine Zuschauer gewinnst. Oder keine Leute gewinnst. Aber man muss sich auch mal auch fragen, will man dann solche Leute haben? Ne? Oder entweder sind es die falschen Leute oder man ist, das ist halt der falsche Zuschauer in dem Moment. Ne? Ist ja immer so ein Geben und Nehmen im Endeffekt. Ja? Ich möchte ja guten Content liefern für die Leute, die gucken. Und ja, man muss mal gucken, wie das dann gemacht wird, ne? Das müssen wir eben warten, bis der fertig ist, aber ich lasse die Aufnahme jetzt einfach mal laufen. Gucken wir, ist denn jetzt noch online? Na, nichts Interessantes. Aber Eurotruck spielen wir normalerweise einmal die Woche. Ah, ich sehe gerade, hast du auch einen Scania drin. Den habe ich mir jetzt gestern auch geholt. Warum kann ich bei dir jetzt nicht? So. Also das, was ich halt relativ häufig mache, das wirst du dann auch sehen, wenn du irgendwann mal auf die YouTube-Folgen guckst. Selbst beim Eurotruck bin ich am Quatschen. Also ich habe natürlich nicht immer Themen, deswegen mache ich das halt einmal die Woche. Und versuche dann halt irgendwelche, so einen Wochenrückblick zu machen. Wie war meine Woche? Und wie ist das Ganze so gelaufen? Wie warst du bei mir? Und dann hast du mal zwischendurch Leute, die dann reinschreiben. Warte mal, lass mal kurz gucken, muss heute was fertig gemacht werden? Nein, dann können wir noch einen Tag überspringen. So, dann machen wir jetzt weiter. Warte, Kühlflüssigkeit gesprochen, vergiss es, ich habe meine Meinung geändert. Du kriegst bitte besser aussehen. Was? Was? Ich guck sofort, was du geschrieben hast.
Ich habe doch, glaube ich, habe ich nicht überall eine Wasserkühlung eingebaut? Ich muss mal kurz gucken. M2 ersetzen und RAM ersetzen. Was habt ihr getan? 64 GB RAM aufsetzen hast du doch. Hyper Fury X 960 GB ist das doch. Ist ja egal, ob sogar der RAM ist drin. So, ne, ich muss den RAM komplett ersetzen, ne? Ja, schade. Guck sofort, Sekunde. Mal eben hier die ganzen Kabel auseinandernehmen. So, dann machen wir die direkt neu. Dann können wir auch direkt den RAM ordern. E-Mail. Was? Wollen wir eine SSD? 960 SSD. Na, es ist aber Kingston. Habe ich da was falsch eingetippt? RGB. Okay, jetzt findet er das nicht. Dann gucke ich erstmal rüber. Was mache ich auf deinem Profil? Guck doch mal nach, dann siehst du es. Ich habe eigentlich nie chatten. Ja, das ist halt das, was ich auch sagte. Ne? Also Musik habe ich halt von Spotify an. Bei mir ist es auch relativ ruhig. Ne? Deswegen nach der Followeranzahl brauchst du auch nicht gehen bei einem Kanal. So mache ich das meistens. Ich bin auch jemand, der guckt auch relativ selten. War das ein RGB? Scheiße, wo ist mein E-Mail? Ja, ist ein RGB. Relativ selten mal nach anderen Kanälen. Habe ich früher relativ häufig gemacht. Aber mittlerweile mache ich es nicht mehr, weil ich relativ selten nur noch irgendwo reingucke. Außer ich habe jetzt natürlich Kanälen, wo jetzt zum Beispiel bei Leuten, die dann selber sagen, ich mache dann auch mal einen Stream oder sowas, dann gucke ich da auch mal rein und folge den auch mal. Aber man muss sich ja schon so ein bisschen unterstützen. Ne? Also ein bisschen Support liefern unter Leuten, ne? Was ich auch relativ viel hatte früher, waren immer Leute, die kamen rein. Ey, ich lass den Follow da, folgst du mir dann auch? Und dann bang. Dankeschön, bitteschön. das mache ich dann halt nicht. Jetzt mal kurz gucken. Was wollte ich jetzt im 2 ersetzen? Im 2 könnte ich eigentlich eine andere einbauen. Bin ich gerade. Sekunde. M.2. Könnte man eigentlich eine andere einbauen. 1500. Jetzt habe ich die nicht in der Tasche, ne? Doch, da ist er. Was brauche ich denn von der? Ich hole erstmal 4 Stück. Das Schöne ist halt am PC-Building-Simulator, ich kann halt auch auf den Desktop gehen, ohne dass du das siehst, also dass die Leute es sehen. Das ist aber die Festplatte. Ich will nicht drüber reden. CPU und Staubreinigung. PSU aufrüsten? Alter, du hast eine 1000er PSU drin, was willst du denn aufrüsten? Ja, wir gucken mal. Netzteil, 1200. Ja, komm, die hat da schon so viel drin. Okay, kriegen wir eine für 300. Was ist denn für eine CPU? Ach, die schöne i9 hat sie kaputt gemacht. Was war das? 10, ne? Das ist jetzt 940. Ja, 940. So. Ja, es bringt dir halt nichts, ne? Also, ich sage, dies ist ja bei mir. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, 67, 68 und wie du siehst, sind im Durchschnitt jetzt 2-3 Leute vielleicht da. Also meine Freundin Maranuba, die ist meistens immer da. Der Togusa, den du noch kennenlernen wirst, der ist relativ häufig da, ist auch eine Mod. Also ist auch Moderator. Ansonsten die anderen Leute, die, wenn die mal Zeit haben und mal reingucken, die sind dann halt da. Was nochmal, normalerweise ist die halt nicht viel los. Ne? Es ist halt immer relativ ruhig und selbst auf YouTube. 22 Abos heißt nicht, dass du jetzt 22 Aufrufe hast. Ja, ich habe auch immer gesagt, die Follower-Anzahl oder die Abo-Zahlen ist mir egal. Ich muss mit den Leuten zurechtkommen. Und dadurch kannst du dir eine Community aufbauen. Wenn du Leute hast, wo du sagst, jo, immer, die sind super, mit denen komme ich zurecht, dann macht das auch viel mehr Spaß, wenn die dann da sind. Oder man zockt halt auch mit denen. Was, das wird nicht erledigt? Oh, ich habe da, glaube ich, irgendeine Anfrage gehabt, die ich übersprungen habe. Das ist nicht schlimm. Also man baut sich das halt über die Zeit auf. 4850. Okay. Rosa Kühlmittel. Mal kurz gucken, muss ich jetzt noch irgendwas bestellen? Was hast du denn für eine CPU drin? Du hast den doch drin, warum soll ich den übertakten?
Das ist ein anderes, das ist kein LGR, der passt nicht rein. Ja, ist egal, dann müssen wir es machen. Am selben Tag. Ja. Richtig, guten Content liefern und dann läuft das. Das ist genauso, wenn ich, also das ist jetzt meine eigene Meinung, ohne jetzt jemanden auf die Füße zu treten zu wollen. Wenn ich irgendwo ein YouTube-Video sehe, was mir vorgeschlagen wird, das erste, was ich quasi in die Augen bekomme, ist dann quasi Like, Abo und Subscribe. Das klicke ich weg, weil da gucke ich nicht mehr. Die Leute sollen selber entscheiden, ob sie den Kanal abonnieren möchten oder nicht. Das ist so, ist halt meine persönliche Meinung. Jetzt kann ich die nicht einbauen, ne? Ja, das ist doof. Deswegen ist es jedem selbst überlassen. Oder was ich halt auch relativ häufig schon gesehen habe bei Leuten ist, ja, wenn dir dieser Kanal gefällt, dann lass doch einen Follower da. Ja, kann man machen, aber wenn ich darauf hingewiesen werde, dann ist das so eine Sache, wo ich dann wieder sage, da habe ich keinen Bock drauf. Na, das ist, also es ist halt so eine eigene Meinung, weil wenn man mir sagt, was ich tun muss, dann macht es mir weniger Spaß, dann auch diese Leute zu unterstützen. Ich kriege die Festplatte nicht eingebaut. Ach, das ist doof. Ich kriege die nicht eingebaut. Ich habe hier keinen Platz, weil alles zu viel, alles zu groß. Kann ich nicht ändern. Tut mir leid. Kriegt da halt keine Festplatte. Was ist halt auch nur mit der Bewertung, deswegen ist das egal. Rosa Kühlmittel. Das können wir erstmal alles verkaufen. Kabel. Wo habe ich denn jetzt hier? Rosa. Habe ich nicht, ne? Oder? Ich habe auch schon einige Leute gehabt, die sagten immer, du bist so gut, ne? Du musst mehr Leute haben. Nein, muss ich nicht. Ich muss nur Spaß haben daran. Und ich muss halt nur Leute haben, mit denen man hier vernünftig auch mal streamen kann, mit denen man sich mal vernünftig unterhalten kann. Auch damals, wo ich meine Payday-Videos gemacht habe, bin ich dann von jemand anders, von so einer Firma, angetickert worden, ob ich nicht deren meine Guides bei denen auf der Webseite veröffentlichen möchte. Und die sagten auch, du machst so geilen Content, warum hast du so wenig Abos? Weil das so ist. Wenn ich will, der hat schon. Man soll reisende Leute nicht auffallen, wenn man so schön sagt. Muss jeder selber entscheiden, wie er es macht. Aber es ist halt mittlerweile so, ne? Leute kommen einfach nur rein, sagen nichts, gucken nur und wenn es nicht gefällt, gehen sie wieder. Das haben wir bei jedem anders. Oh, der ist ja ganz schön verstaubt hier, ey. Deswegen Marktfähigkeit, was? Ja, das machen wir gleich. Machen wir auch gleich. Was ist hier passiert? Hat jetzt die CPU ja gekillt, ne? Na, geh doch mal weg hier, Staub. Na, hier ist doch wohl... Also PSU brauchen wir nicht aufrüsten, die hat 1000er Wattnetzteil drin, das reicht eigentlich. Das werde ich jetzt nicht aufrüsten. Habe ich da jetzt eine neue gekauft? So, den wieder einbauen. PSU machen wir nicht, also das brauchen wir nicht unbedingt aufrüsten, das lassen wir so wie es ist. So, Staubfilter rein, Frontblende rein, alles andere wieder rein und dann zusammenbauen. Ja, das verstehe ich auch nicht und das gibt es bei mir auch nicht. Also wie gesagt, ich bin halt kein Freund davon. Man hat mir auch schon empfohlen, du musst einfach mal den Leuten sagen oder ne, so einen Hinweis geben, abonnieren und sowas. Ich bin da, tut mir leid, aber ich kann mich damit nicht anfreunden. Ist halt eine persönliche Sache einfach. Ist jetzt nichts, weil ich da irgendwie gegen andere bin, die es machen. Nein, ich bin halt kein Freund davon. Ich mag es halt nicht. Wenn mir ein Bot sagt, was ich zu tun habe und zu lassen habe, dann ja, bin ich raus. Halt so ein persönlicher Tick einfach. Davon brauche ich noch zwei. Ja, das ist halt so Sachen. Also bei manchen weiß ich, die haben es drin. Das ist aber halt auch bei uns ein Teil der Community. Beziehungsweise die haben selber eine und die bauen halt da auch ihre Sachen auf. Und warte, Speicher, Festplatte. Da weiß ich, die haben es drin.
Aber da sage ich auch, da ist es mir auch relativ egal. Das müssen die selber entscheiden. Ich kann die Festplatte nicht einbauen. Super. Kann ich direkt alle verticken. Ich habe keinen Platz dafür. Aber da überlese ich das auch, wenn ich dann bei dem mal drinne bin im Stream. Da überlese ich das eigentlich. Und was noch schlimmer ist, sind die Leute, die dir folgen und daraufhin wieder instant entfolgen, weil sie halt nicht in den Chat schreiben können, weil sie ihre E-Mail nicht verifiziert haben oder sonst irgendwas. Das habe ich auch schon relativ häufig gehabt. Oder du streamst halt mal dann einen Tag was anderes. Was wollten wir jetzt haben? Blau, ne? Ja, blau. Ich habe auch vor einer ganzen Weile relativ viel K-Mechanik gemacht. Da habe ich auch zum Beispiel einen neuen Follower zu bekommen und mit dem habe ich auch schon gequatscht, verstehe ich mich auch mit super, ne? Ich mache nur Sonntagabend und weise darauf hin, dass der nächsten Freitag weitergeht. Ja, kann man auch machen. Du musst schon so streamen, wie du Zeit und Lust hast. Du kannst ja nicht sagen, ich streame jetzt jeden Tag. Ja, das geht auch nicht. Du hast ja diesen Zeitplan, den du einstellen kannst. Du kannst ja auch bei dir, warte, ich kann mal nochmal bei dir gucken. Geht das überhaupt hier so rüber? Lass mich mal bei dir einen Blick drauf werfen. Die Flüssigkeit läuft gerade. Du kannst ja unter Infos hast, ja, guck mal, da hast du doch deine Sachen drin. Da machst du einfach, ich sag jetzt mal Streamplan oder Streamzeiten, wo du reinschreibst. Warte, wie hat ein Tugu das denn? Ich kann dir mal jemanden schicken, da kannst du das mal angucken. Das ist ein guter Kumpel von mir. Der kümmert sich bei mir um die ganzen Sachen. Warte, kann ich den hier überhaupt copy-pasten? Nein, kann ich nicht. Kann ich den Tugu jetzt nicht copy-pasten? Was ist das denn für ein Mist? Warte. Warte. Ich mach das mal anders. Sekunde. Was ist denn jetzt hier? Da gibt's doch nicht. Tugu, wo bist du denn jetzt mit deinem Kanal? Da ist er doch. So, das ist zum Beispiel ein Kumpel von mir, der hat das auch drin. Jetzt Streamzeiten drin. Das kannst du zum Beispiel auch reinmachen, wo du sagst, okay, mach die und die Zeit, mache ich dann. Stream ich dann? Streamst halt in der Zeit. So würde ich das machen. Ich habe es bei mir unter Zeitplan der nächste drin stehen wieder. Dass du weißt, okay, dann und dann ist der Modi da. Aber das ist halt immer nur so eine grobe Angabe. Ne? Das heißt nicht, dass ich auch ungefähr zu dieser Uhrzeit da bin. Ne? Da kannst du zum Beispiel auch reingucken. Der hat bei mir zum Beispiel die ganzen Bilder gemacht. Der macht bei mir die ganzen Thumbnails für YouTube. Solche Sachen. Der macht bei mir eigentlich alles fertig. Der ist auch immer dabei, wenn wir samstags Koop spielen. Also bei uns ist jeden Samstag Koop. Wir spielen jetzt momentan Generation Zero. Haben jetzt angefangen mit 4 Leuten. Und mal gucken, was danach kommt. Wir wissen es noch nicht. Und der streamt halt auch. Einmal die Woche, viermal die Woche? Viermal die Woche oder sowas streamt der. Der ist heute Abend auch wieder da. So, jetzt muss ich mal kurz nach dem ganzen PCs gucken. Mit der ganzen Quatscherei gerade komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Aber es ist nicht schlimm. Das ist okay. Dafür hat man das ja am Stream. Bitteschön. So, die will... was willst du denn haben, Kind? 50. 48, 50. So, bitteschön. Kühlflüssigkeit müsste ich eigentlich auch reinmachen, aber das schenke ich mir jetzt einfach mal. So, den packen wir auch mal darüber. Ich achte da nicht so drauf. Ich habe es extra ausgestellt. Aber es sind nicht viele, die lange gucken. Es geht halt auch um die Qualität. Und wie gesagt, wir haben nicht die beste Qualität. Und deswegen achte ich da auch nicht drauf. Ich hatte auch schon eine Zeit lang, hatte ich 7. Das höchste, was wir drin hatten, sind 14. Das längste, was wir hatten, waren 7 Zuschauer. Über einen Zeitraum von fast über eine Stunde. Das war quasi das längste, was wir hatten. Ich glaube, der Kühler ist ein bisschen zu klein für die beiden Grafikkarten, ne? Okay, PC ist fertig. Das jeden Tag wäre, wenn ich streamen würde, dann wäre das viel besser.
Bis jetzt sind es wieder drei. Diese? So, mache ich mal eben hier Save-Punkt. So, wir müssen mal kurz E-Mail checken. Maus und Tastatur und von HyperX. Warte, gucken wir mal. Da kommt die jetzt mit an, ne? Gibt es eine Mäuse und Tastatur von? Ach, die habe ich schon im Besitz. Tastaturen. Boah, welche nehmen wir denn mal? Jetzt sagen wir, nehmen die hier. So, was haben wir denn hier? Upgrade. Wieso muss ich den jetzt wieder... So, jetzt wollen die alle so ein Ding haben hier? Hättest du auf Englisch ein Mousepad auf Deutsch? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil es sich schöner anhört. Würde ich jetzt so sagen. Weil es einfach schöner anhört. Also ich sag mal so, es gibt viele, die benutzen halt immer englische Wörter. Ich habe zum Beispiel einen, da gucke ich zum Beispiel World of Warcraft regelmäßig, der halt mythisch plus raidet, was ich aus zeitlichen Gründen gar nicht machen kann. Und der spricht halt auch sehr viele Sachen in Englisch. Aber er spielt halt auch auf einem englischen Client, ne? Deswegen, das ist dann auch kein Wunder. So, leerer Kreislauf, Kühlmittel, wir machen wieder blau rein. Mausmatte. Ja, warum nicht? Dann hast du halt eine Mausmatte. Also manche Sachen kannst du eigentlich nicht direkt übersetzen. Von Deutschen ins Englische. Das ist halt Katastrophe einfach. Was hast du denn? Das ist fertig. CPU ersetzen. Leute, was macht ihr mit euren PCs, bitte? Das gibt's doch gar nicht. Aber wie gesagt, wir spielen haben halt sehr viele Projekte, die wir spielen. Ne? Ja, wahrscheinlich gerade das Glück, dass ich genau das Projekt genommen habe, wo du vielleicht gerade nachgeguckt hast. CPU eben noch bestellen. Da gucken wir gleich mal. Shop. Intel Sockel LG so 10 irgendwas. Was war das jetzt? 40? Nein, ich weiß es nicht mehr. Wie war das? Das habe ich absichtlich gemacht, dass das alles das gleiche Case ist. Einfach aus dem Grunde, weil ich bei denen eine Wasserkühlung nachher einbauen muss und ich das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, wie gesagt, ich habe die Sachen alles schon gemacht, ich kenne das alles schon. Das letzte Mal, wo ich das Ganze gemacht habe, habe ich ein anderes Case genommen, also ein anderes Gehäuse. Warum geht das nicht? Achso, Pinwheel ist nach oben. Aber das Problem ist, dass die Wasserkühlung nicht einpasst. Und du musst halt gewisse Dinge einbauen, damit du die Aufgabe beenden kannst. Deswegen, wir haben zum Beispiel auch jetzt hier die ganzen Erfolge. Das ist das nicht. Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Ich habe zum Beispiel alles reingemacht, um einfach mal das zu zeigen. Normalerweise hast du diese Sachen gar nicht drin, das musst du alles selber raussuchen. Aber ich habe es halt schon gespielt und deswegen, ich kenne das halt schon. Achso, ne, warte, ich muss bestimmte sogar nehmen. FPS, RGB. Ach Leute, echt jetzt? Welche sollen das denn hier sein? Ach, weißt du was, ich kaufe einfach alle von denen. Weil jetzt habe ich halt direkt wieder 60.000 einfach, ne? Ich habe das Geld einfach resettet aus irgendeinem Grund. Und dabei weiß ich nicht mal warum. So. So, warte mal, dein PC ist jetzt fertig. Lass mich mal kurz gucken. Also ich guck sofort. Ja, also bei ihm war damals die CPU übertakten, glaube ich, auf 5000 MHz.
Was haben wir hier noch? Der ist fertig. Das geht auch nicht. Also ich habe die meisten Commands deaktiviert. Das Einzige, was halt geht, ist Discord und YouTube. Wie gesagt, das muss ich eigentlich auch wieder rausnehmen. Dafür gibt es den Link unten in der Leiste. Da kann man den nämlich auch benutzen. Dann die anderen muss ich gleich auch noch reinmachen. So, sie muss neben den Ausgang sitzen. Das heißt, sie muss hier sitzen. Ja, passt. So, jetzt müssen wir... Was brauchen wir? Mauspads. Mauspad, können wir das auch ändern? Und okay, das ist das eine. Was war das? Tastatur? FPS. Gibt nur eine FPS. Sonst, wenn du irgendwas wissen willst, frag einfach. Dafür sind wir ja da. Was war das jetzt? Die hier. So. 1:20 für die letzte Folge. Das wird aber lange dauern mit dem Schneiden, Rendern. Wir sind fertig. Yeah, Dragon ist abgeschlossen. Bin begeistert. Gott sei Dank, ist du noch Trinity. So, 4 von 16. Ja, ich die Festplatte nicht einbauen konnte. Wie gesagt, die Bewertung interessiert mich halt relativ wenig. Die sind eigentlich relativ uninteressant. So, es ist die letzte Liga, genau. Deswegen, wir sind fertig. Das ist das Ende von Dragons. DLC abgeschlossen. Jetzt gibt es noch einen Durchlauf, dann sind wir komplett durch. Okay, jetzt kommen die ganzen Nachrichten. Hat auch Ahnung. Du gehst? Ja, ich gehe. Ich könnte dich am Zoo besuchen, hätte man reinschreiben können. Ja, dann sieht man nochmal die Geschenke hier. Pizzaschachteln. Ja, ich hätte jetzt auch Bock auf Pizza. Wir haben sogar eine goldene Uhr bekommen von Dragons. Wow. Pinguin. Ein Pinguin-Trick. Logo. Dann haben wir noch ein PP. Und ein Gehirn. Ja, das war ja klar. Gut, dann mache ich ja mal Cut.